Hallo und herzlich willkommen hier zum Wochenstart mit Factorio. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und ja, Autosave läuft. Ich habe mir hier oben gerade ein bisschen Landfill geschnappt, denn ich habe gesehen, hier unsere Zahnräder kacken ab und zwar ordentlich. Dazu habe ich eben gerade noch mal ein bisschen Forschung angeschmissen und zwar haben wir jetzt die großen Masten. Können wir jetzt endlich mal die Ärmchen vernünftig laufen lassen. Das können wir hier oben dann auch gleich endlich mal schön umbauen. Aber gleich. Drücken wir mal ein paar Mal Plus. So, mit Plus erweitern wir ja den Einflussbereich. Dann ballern wir hier unten erstmal alles weg. In Gedenken an Lumatan hacken wir wieder ein paar Bäumchen. In jeder Folge ein paar Bäume nur für dich, Lumatan. Das wird dich jetzt etwas länger verfolgen, gehe ich mal von aus. Ja. Was habe ich noch gemacht? Ich habe hier unten, wie ihr seht, Militär geforscht. Damit wir einfach mal die vernünftige Munition bekommen, dann können wir noch nicht auch langsam mal losgehen. Ich habe gesehen, hier ist zwar noch nicht so schlimm, da wo wir hinwollen, aber hier oben breiten wir uns langsam ein bisschen aus. Hier kommt natürlich, oh, da ist auch noch eins. Ja, wir müssen hier langsam mal zusehen, die Mauer dicht zu kriegen. Und was ich viel schlimmer finde, ist, hier auf der anderen Seite haben wir Verschmutzung und da sehe ich was und hier ist nicht zu. Könnten zwar hier irgendwie mal zumachen, oder hier, eigentlich lieber hier, aber wir müssen so viel Wald hacken. Ja, Lumatan, du bist schuld. Du wolltest es. Ich werde jetzt aber trotzdem erstmal ordentlichst in die Ärmchenproduktion einsteigen. Nein. Hier ausrasten, was die Zahnräder angeht. Brauchen wir auch zwei raus? Nö, ne? Nö, haben wir da auch nicht. Ja, wir forschen nicht, weil ich wollte jetzt noch schnell die Öfen machen. Da liegt nämlich das nächste Problem. Hier kommt gar nicht genug an. Liegt daran, dass diese Öfen hier zu langsam arbeiten. Liegt daran, dass ich hier vorne noch ein bisschen Stahl abzwacken muss. Liegt daran, dass ich noch die falschen Öfen habe. Was soll ich sagen? Es liegt, es liegt, es liegt, es liegt. Können wir das hier dann wenigstens mal dicht machen? Könnten wir eventuell hier die Stahlproduktion eröffnen? Obwohl Stahl, glaube ich. Nee, das sollte auf diese Seite, wenn ich mich nicht irre. Klemmen wir denn kurz die Mauernproduktion ab, damit wir mal ein bisschen Ziegelsteine kriegen, wenn ich mich nicht irre. Brauchen wir nämlich die? Haben wir hier? Oh. Ah. Ist ein Anfang. Ist ein Anfang vom Ende. Ja, dann lassen wir das hier mal sein. Oh. Ja, erst die Ärmchen, dann die Fabriken. Das versuche ich mir auch immer wieder zu merken. Was tue ich da? Das arme Fließband hat mir gar nichts getan und ich drehe es trotzdem wild in der Gegend rum. Ja, hier und da und da und hier und da. Oder so. Ach, wie schön mit der vernünftigen Spitzhacke. Da läuft das alles wenigstens vernünftig. Tak, 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 Knicki, knicki, knigli, knick. Knick, knick, knick. So. Machen wir nochmal schnell ein. Dann haben wir hier die Reihe beendet. So. Knickli, knack. Warum bitte? So, dann erhöhen wir das hier schon. Haben wir schon die schnellen Fließbänder? Nö. Warum? Brauchen wir nicht. Gut. Was haben wir geforscht? Jawohl. Was forschen wir noch? Unbedingt den Gürtel. Unbedingt? Gibt es nicht was Wichtigeres? Nein.
Doch bestimmt. Wie schnelle Fließbänder? Dann müsste ich aber die Fließbandproduktion anfangen und da mag ich jetzt noch nicht mit anfangen. Was kostet das denn auch? Na gut, dann gehe ich erstmal auf mein Inventar. Ich muss das hier unten vernünftig ordnen. Und es ist schon wieder Nacht. Es ist immer Nacht. Immer Nacht, immer Nacht, immer Nacht. Mitternacht. So, da. Das tue ich Note, denn die haben wir da. Oh, ich habe noch Fläschchen im Inventar. Das Fläschchen kann mal raus. Das schmeißen wir, aber ich laufe nicht so weit. Wie viel haben wir drinnen? Nichts, ne? Aber der Kreis ist bald voll, das puffert bald. So. Das Gute ist, dass hier staut. Heißt, hier wird bald nicht mehr so viel Eisen abgezapft. Aber hier noch. Das hier muss dringendst noch mal ein zweites Fließband her. Und wenn möglich, dann sogar ein schnelles. Wenn möglich, sogar ein schnelles. Jawohl. Das ist natürlich unpraktisch. Da hat er jetzt nicht nachgedacht. Da habe ich absolut nicht drüber nachgedacht. Schade, schade. Olli, Olli. Wäre es so schlimm, wenn ich das hier hinten rüber schmeiße und dann hier lang? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es ist nur leider nicht schön. Baue mir hier aber auch einen Humbug zurecht. Dann machen wir hier schon mal Teile rein, dann können wir das schon mal verteilen. Dann brauchen wir ein bisschen Lentfil. Bindung zum Master Server wird hergestellt. Das finde ich gut. Ich weiß nur nicht, was du mir damit sagen willst. Aber du wirst schon recht haben. Wenn einer von euch weiß, was das Spiel von mir möchte, hau mal einen raus, sage ich da nur. Schon wieder keine. Ich würde sagen, alle drei Maschinen mal so ein Teilerchen. Ja, hier so. Drei. Und für die letzte brauchen wir da auch noch. Ja, komm. Ganz oder gar nicht. Schon wieder fertig. Sehr gut. Dann können wir die Feuerrate erhöhen. Dann gucken. Oh, perfekt hier. So, passt auf. Jetzt machen wir das nämlich so. Weg und weg und weg und weg. Solange wir noch Platz haben, nutzen wir den auch. Da kommen die rein, da kommen die rein. Obwohl, die haben wir noch nicht. Ja, falls ihr das noch nicht wusstet, wenn ihr mit der mittleren Mausrad auf so ein leeres Feld klickt, dann könnt ihr euch aussuchen, was da zukünftig rein soll. Wie zum Beispiel sowas. Oder sowas. Ne? Ganz easy. Ganz easy. Lämpchen haben wir schon wieder kein. Machen wir wieder ein paar auf Vorrat. Dann können wir noch mal ein bisschen hier, noch mal ein bisschen da. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte nach den Ziegelsteinen gucken. Den können wir nämlich schon mal einen ersten Rutsch hiervon anstellen. Jawohl. 22.
Könnte reichen, muss aber nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 20, dann haben wir 2 über. Ja, das Gute ist, dass die so schön schnell produziert werden. Naja. Fangen wir schon mal an, hier unten aufzubauen. Würde ja ganz gerne hier irgendwie in der Flucht arbeiten. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie viele ich hier machen möchte. Hauptsache, ich krieg mehr Eisen. Das ist sehr wichtig. Da muss ich auch zusehen, mit den roten Fließbändern an den Start zu kommen. So, hier seht ihr, da drüben habe ich eine kleine Kramskiste eingebaut. Da habe ich einfach bisher nur meine Pistole und die alte Munition reingeschmissen. Muss ich auch irgendwo lassen. Auch wenn ich noch nicht einen einzigen Schuss abgefeuert habe, aber das ist ja egal. So, mit dem halte ich jetzt aber das Vergnügen, genau, jeden zweiten nur setzen zu müssen. Und dann geht's hier so rum. Keine Fließbänder. Nur noch ein paar produzieren. Ja. Ansonsten greifen wir uns hier hinten wieder die überschüssigen ab. Sagen die Ärmchen. Nehmen wir die Hälfte mit. Wupp. Können wir hier auch noch ein paar Lämpchen reinsetzen. Könnten wir hier generell mal ein paar verteilen, auch wenn die eigentlich immer brennen sollten. Jetzt mal hier einen hin, da einen hin. Der links, der nicht, der links, der nicht. Dann wäre hier wieder. Da wir keinen haben, Pech gehabt. Der nicht, der nicht. Der nicht. So, Licht. Es werde Licht. Zack. Und zack. Jetzt bauen wir hier weiter. Hier haben wir 1, 2, 3. Den können wir jetzt zurück. Was mache ich hier? So. Da. Ich habe irgendwie die Abart, andauernd auf so einem dusseligen Fließband rumzustehen. Andauernd. Überhaupt nicht komisch. Hier nochmal. Schließen wir da drüben an. Hier unten. Ja, nach unten. So, das Eisen müssen wir von hier holen. Das holen wir von hier. Hoch, ringsherum, runter. Oh, das ist unschön. Das gefällt mir gar nicht.
Das werden wir alles umbauen müssen. Und zwar irgendwann, wenn ich auf die Idee komme, wo wir das denn zukünftig stehen lassen wollen. Hier oben wäre eigentlich noch Platz. Ich hätte es eigentlich genau auf die andere Seite packen müssen. Hätte. Okay. Dann packen wir es. Wir wollen ja nicht provisorisch bauen, wir wollen hier für die Ewigkeit bauen. Ne? Und ich wette, irgendwann später komme ich auf den Gedanken, dass ich hier unten dann einfach nochmal eine zusätzliche Produktion machen kann. Aber das ist ja völligst egal. Darauf kommt es ja überhaupt nicht an. Und schon wieder ist die Forschung fertig. Ein einziges Mal warte ich auf diese dusselige Forschung. Einmal. Und schwuppdiwupp ist die andauernd vor mir fertig. So, das hier kann alles wieder weg. Erst überlegt, ob ich das für das Stahl dann nutze, aber das Stahl geht dann am Ende irgendwo hier dann runter. Finde ich. Heißt aber auch, dass hier zusammengeführt wird. Dum, 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 dum. Ach, geh doch einfach mal einen Schritt ran, du Idiot. So, nicht anders könntet ihr jetzt mit mir reden. Gut wäre natürlich, wenn wir denn hier rüber gehen würden. Weil da kommen wir auch rüber. Müssen wir das hier kappen? Warum hat das immer noch Strom? Weil es da unten verbunden ist. Okay. Machen wir einfach so. Und dann schmeißt man hier auf andere Seite so. Was machst du da? Ja, genau das, was ich eigentlich immer mache. Ich reiße die Weltherrschaft an mich. Nein. Ich plane wirres Zeug, das denn irgendwie in die Hose geht. Badum. Hier nochmal und da. Stille. Gibt es irgendwelche Themen? Ja, ich habe es letztes Mal schon erwähnt. Gestern sozusagen, am Sonntag für euch. Ich bin so unglaublich stolz auf euch. So unglaublich. Krieg unter jede Folge kriege ich immer Kommentare. Es ist so ein Traum. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es den erfahrenen YouTubern geht, aber ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Kommentar. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass ich wirklich jede Folge was zu lesen kriege. Das freut mich wirklich enorm. Das ist echt schön, wie aktiv ihr hier dabei seid. Und macht bitte, bitte einfach weiter so. Ist immer wieder schön. Danke ich euch sehr. Gibt es wirklich nichts zu bemängeln. Und ja, um gleich nochmal ein paar Kommentare rauszukitzeln vielleicht, habe ich auch gleich nochmal eine Frage. Und zwar habe ich mich letztens nochmal hingesetzt. Ich hatte einen Blitzgedanken für ein neues Thumbnail. Und das hat mir richtig gut gefallen. Oh ja, das hat mir richtig gut gefallen. Jetzt weiß ich nur nicht, lasse ich euch zappeln bis zur nächsten Staffel, bis ihr dieses wunderbare Thumbnail zu Gesicht bekommt. Oder schwenke ich jetzt mitten in der Staffel einfach um und sage, hey, fuck off. Das Thumbnail ist so geil, das muss jetzt einfach in die Öffentlichkeit raus. Da bin ich mir nicht so sicher. Was haltet denn ihr davon, wenn ich jetzt mittendrin einfach mal anfange und sage, ja, hier, neues Thumbnail? Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde es ja lieber einheitlich belassen. Aber bin ja für Gedankengänge offen und, ne, ja.
Lass mich da auch von anderen Sachen überzeugen. So. Jetzt sehe ich gerade, da kam wer online, mit dem ich nochmal quatschen wollte. Und warum sage ich das? Ganz einfach, ich habe vergessen, meine Benachrichtigung auszustellen. Ja. Das unterscheidet den Profi von dem Amateur. Entweder kriegt er gleich nochmal einen schönen Sound oder nicht. Oder ich tapp kurz raus. Nö, ich tapp jetzt nicht kurz raus. Oder tapp ich kurz? Ich tapp kurz raus. Ja, ich tapp kurz raus. So, dann machen wir hier so. Da. Dann muss ich hier drauf und sagen. Offline? Gehe ich gleich offline? Ja, safe ist safe, ne? So, da sind wir wieder. Willkommen in Factorio. Und ne, ich renne jetzt nicht bis da hinten hin. Ich könnte doch voll knicken. Wie haben wir das hier gemacht? Da sind wir dann oben abgegangen. Gut. Machen wir es doch hier genauso. Machen wir so und das geht einfach geradeaus weiter. Und zwar nach hier. Auf jeden Fall noch ein Stück weiter. So, glaube ich. Ja, und das muss dann daran. Die Forschung ist beendet. Ja, wahrscheinlich schon seit Stunden. Ich glaube, seit Anfang der Folge so in etwa. Könnten wir sie jetzt ja zum Ende nochmal einschalten. Ja. Was soll ich sagen? Was soll ich dazu sagen? Wie machen man das jetzt hier mit dem zweigleisig? Zweigleisig, ja, zweigleisig gesagt. Ja, habe ich. Ich möchte ja ganz gerne hier zweimal Stahl raus haben. Wie wäre es denn, wenn wir das hier einfach so verteilen? Ich weiß gar nicht, wenn da zwei reingehen, verteilt er das dann auf beide Seiten und zwar gleichmäßig? Macht er das? Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Kommt er jetzt auf beiden Seiten volles Band raus? Tut es das? Kann es das tun? Jetzt habe ich natürlich hier dieses Eisenband, was ich hier zusätzlich mit reinlegen wollte, genau dahin gelegt, wo ich jetzt hier mit dem Stahl komme. Yeehaw, Baby. Was können wir da machen? Nur hässliche Sachen. Och, tak, tak, tak. Einmal auf der Tastatur vergriffen. Zip. Da lang hier runter. Meine Güte, das ist aber ein Kuddelmuddel hier. Ja. Es ginge bestimmt wesentlich einfacher. Oh, guckt an, hier kommt ein Doppelband und zwar zweimal. Das freut mich doch zu sehen. So, und jetzt müssen wir hier noch irgendwie Strom auf die Geschichte wieder drauf tackern. So. Ist jetzt wieder Strom überall. Sieht gut aus. Hier läuft was. Hier kommt zwar viel zu wenig Eisen an, kommt aber auch deswegen, dass hier viel zu wenig Eisen ankommt. Das lösen wir auch noch irgendwann. Ja, und zwar bräuchten wir das. Dann nur umdrehen, glaube ich. Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal Feierabend und dieses Problemchen schaue ich mir denn mal offline an. Out of camera. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei. Schreibt mir bitte ordentlich Kommentare unter.
die Folge, gerade was ihr so von der Thumbnail-Idee haltet, ob ihr jetzt heiß drauf seid, die unbedingt zu sehen oder ob ihr es auch noch abwarten könnt, bis eine zweite Staffel irgendwann mal kommt. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und ich konnte euch einen angenehmen Wochenstart bereiten und ja, wünsche euch noch viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.